Willkommen zurück bei Let's Play Resident Evil. Ja, wir haben diesen dunklen Gang hier entdeckt, nachdem wir das Grab von dem Herrn George Trevor gefunden haben. Ja, er hat ein trauriges Schicksal erlitten und seine Frau und seine Tochter hat er nie gefunden. Ob wir sie wohl finden werden? Wir werden es sehen. Und hier haben wir, glaube ich, die guten alten Zombies. Die laufen hier, glaube ich, rum. Ja. Ich weiß nicht, soll ich hiervon nochmal was mitnehmen? Nehmen wir das Blaue mit, dann machen wir mal so einen Supermix. Damit ihr mal seht, wie das hier aussieht. Ah, da kam noch ein Zombie um die Ecke getorkelt. Ich hab's schon gesehen. Der andere steht auch nochmal auf. Also Pistolmuni haben wir genug. Ach nee, Jill, ich bitte dich. Okay. Oh, aber hier diese Blutreste auf dem Boden, das sieht schon ziemlich gut aus. Das war damals nicht so toll gemacht. Das sieht hier wirklich sehr gut aus. Okay. Weiter geht's. Pistole ist fast voll. Können wir so lassen. Das sieht nach der Stromversorgung für den Aufzug aus. An den könnt ihr euch sicher erinnern. Den haben wir auch mal gesehen, als wir in der Küche waren. Wir wechseln hier mal die Sicherung. Ja. Und jetzt scheint der Aufzug wieder zu funktionieren. Also gehen wir mal weiter. Ja, ich sagte Küche. Da werden wir auch gleich ankommen. Was haben wir hier noch? Nichts mehr. Doch ein Pistolenmagazin. Ich glaube, hier gab es noch ein nettes Detail. Auf dem Regal gibt es eine Reihe kleiner Objekte. Bei näherem Hinsehen entdecken Sie das Siegel von Raccoon City auf einem zerbrochenen Teil. Ja, es hängt schon alles sehr mit Raccoon City hier auch zusammen. Wir sind aber ein Stück abseits der Stadt, in einem Wald. Arklay Forest, oder Raccoon Forest heißt er, glaube ich, und der liegt in den Bergen in Arklay Mountains. Demnach heißt das Labor hier auch Arklay Labor. Ach komm. Mit dir los. Triff ihn doch mal, Jill. Daran ist sie nicht interessiert. Na komm. Wir können die Pistole nochmal ausnutzen. Wir werden sie so bald auf die Strohpinte wechseln, wie ich schon mal sagte. Macht doch diese Bestie platt. Das kann doch nicht so schwer sein. Ich weiß nicht, warum die einfach nicht trifft hier. Vielleicht irritiert der Tisch hier dann doch den ganzen Scheiß. Ach, der ist tot. Okay. Habe ich nichts gesagt. Hier liegt auch noch einer. Ich glaube, der steht nicht auf. Oh Gott, und ich habe viel zu wenig Inventarplätze, Leute, das sehe ich jetzt schon. Aber ich weiß nicht, wo soll ich jetzt hingehen, um meine Sachen abzulegen. Kein Plan, wir müssen erstmal weitergehen. Quatsch, ich will ihn benutzen natürlich. So, ab geht's jetzt. So. Sieht auch sehr nice aus hier, die Türanimation vom Aufzug. So, oben angekommen. Sind wir auf dem Dachboden der Villa. Boah, ist der schnell, meine Fresse. Ist der rausgelaufen, ne? Kann man gar nicht reagieren so schnell.
weg. Wunderbar. Der wird uns nicht mehr belästigen. Was soll's? Scheiße. Wisst ihr was? Wir nehmen das Kraut einfach jetzt ein. Das hat sowieso keinen Zweck. Ich habe so gut wie keinen Inventarplatz mehr. Hier muss ich euch noch was zeigen. Seht euch diese Motte am Fenster an. Sehr nette Animation. Sehr nettes Detail, meine ich. Ist aber eben auch noch auf GameCube-Style. Sieht auch nicht so scharf aus jetzt. Der andere steht da um die Ecke, ich weiß das genau. Auf der anderen Seite vom Fahrstuhl. Kann man nicht machen. Der Türgriff ist kaputt. Es wird sie wohl nicht öffnen lassen. Auf der Rückseite ist Bibliothek, da kommen wir aber auch noch hin mit dem Heimschlüssel. Eine asiatisch anmutende Bildrolle hängt an der Wand. Das Bild selbst ist jedoch im abendländischen Stil. Ja, toll. Das ist seltsam. Na komm schon. Du Arschgesicht, ich weiß doch, dass du da stehst. Jetzt fall doch mal um. Das ist wieder so klar, oder? Ich weiß gar nicht, wie viele Verteidigungs-Items ich jetzt schon hier verballern musste. In diesem Part schon. Ist er tot wenigstens? Yo. Ne, da hat mir das bei dem hier schon besser gefallen. Dem habe ich schon den Kopf zerdeppert. So, hier ist noch ein kleiner Raum, in dem wir wichtige Gegenstände finden. Soweit ich weiß. Jo. Jetzt haben wir hier die Batterie. Die brauchen wir draußen beim Aufzug. Ja, dann haben wir noch schöne Munition hier liegen, aber die können wir... Also das war erstmal ein Batteriepack. Hier haben wir schöne Munition liegen. Für Magnum und Granatenwerfer können wir aber erstmal nicht mitnehmen. Also gehe ich erstmal ein paar Sachen ablegen. Ich muss nur kurz mal sehen hier. Naja, ich glaube, ich weiß, wo wir jetzt rauskommen. Ich muss nur kurz überlegen, wo ich jetzt lang gehen wollte. So, wo gehen wir jetzt lang? Ich weiß es immer noch nicht, aber ich glaube, am günstigsten ist es... Ich weiß nicht, ob ich in dem Gang noch was stehen habe an Zombies. Wir gehen erstmal hier. Schnellster Weg zum Speicherraum. Denn da kommen auch nochmal Hunter durchs Fenster. Ich weiß das genau. Deswegen will ich das nicht so überstürzen jetzt hier. Deswegen gehen wir erstmal einen Weg drumherum. Oh, dieser Raum hier, ich hasse den so. So gruselig. Vor allem nicht kurz das so an, dass man hier so um die Treppe rumlaufen muss, ne? Ist eigentlich zwecklos. So überlegt. Ja, wenn man hier weitergeht, wisst ihr, kommen Fenster, ne? Und da kommen Hunter rein. Zeige ich euch alles nachher noch. Also nicht mehr in diesem Part, sondern wenn wir die Villa dann das letzte Mal verlassen. Für immer verlassen. Na gut, ne, einmal gehen wir da noch kurz durch. Nur, aber es wird auf jeden Fall nicht lange dauern, dann werden wir die Villa wieder verlassen. Ich habe jetzt auch eben keine Schrotflinte mehr, deswegen mache ich das mit den Huntern jetzt nicht. Ich will erstmal die Pistole noch ein bisschen beanspruchen. Weil da doch noch sehr viel Muni ist. Wir wollen ja alles ausnutzen hier. Denn man kriegt, glaube ich, auch einen Bonus, wenn man möglichst viele Gegner getötet hat. Am Ende wird das nochmal alles aufgelistet, was man so erreicht hat. So, wir gehen wieder nach oben. Ja gut, nee, eigentlich ist das gar nicht der Dachboden, ne, wenn man so überlegt. Nee, der Dachboden ist nur an einer Stelle, wo wir nachher noch hinkommen werden. Oder im nächsten Part, ich weiß es nicht. Eigentlich ist das ja auf gleiche Höhe wie der zweite Stock hier. Nur ein Teil der Bibliothek ist später auf Dachboden, also auf Stockwerk 3. Dann. So, nehmen wir das mal mit. Jo. So, ich muss dir nur kurz was überprüfen. So.
Alles klar. Magnum Money, super. Gut. Ich überlege jetzt, ob wir das auch noch in die Kiste packen. Oder ob wir erst noch irgendwo anders hingehen. Gibt es denn noch Helmschlüsselräume? Ich überlege gerade. Relativ nah, glaube ich sogar. Ja doch, wir können hier in der Nähe bleiben. Hier vorne gibt es noch einen. Hier, glaube ich, war noch eine Tür übrig, die auch Helmwappen hatte. Ich glaube, die hier war das. Ganz genau. Haben den Helmschlüssel verwendet. Danach gibt es nur noch zwei Türen, glaube ich. Ja, das ist gruselig. Wir werden von diesem Adler da oben beobachtet, wie ihr sehen könnt. Ja. Schieben wir mal die Kisten ran. Und wir müssen an diesen Stierkopf da oben und an der anderen Seite an den Hirschkopf. Und da befinden sich wichtige Gegenstände in den Augen der Tiere. Das hier noch anschieben? Offensichtlich nicht. Erstmal alles mitnehmen hier. Ein Dorsch. Nee. Ach komm schon. Nee, dieser Adler ist wirklich gruselig. Wäre noch gruseliger, wenn der ihn irgendwie lasern könnte mit seinen Augen oder so. Zum Laser abknallen. Ach, hier haben wir noch. Oh Gott, nochmal Munition. Ne, Leute, wisst ihr was? Wir müssen nochmal zurück zum Raum. Wir haben schon wieder alle Inventarplätze voll hier. Das geht ja gar nicht. Dann können wir die Sache natürlich vergessen. Ach ja, ne. Ich bin immer ungern in diesem Haus. Da ist die Residenz mir irgendwie lieber. Weil dieses Haus ist so gruselig. Schon hart hier. So, die Magnum Muni, da haben wir schon was. Da haben wir jetzt schon 12 Schuss Magnum Muni Vorrat. Granaten haben wir hier. Säuregeschoss haben wir oben nochmal. Da haben wir schon 18. Wir haben so viel für den Granatenwerfer an Muni. Weil wir die Pflanze 42 ja nicht erschießen brauchten. Dadurch haben wir jetzt viel zu viel Muni eigentlich. Na, jedenfalls mit Chris, wenn wir das spielen, werde ich dann zeigen, wie man die Pflanze so platt macht, ohne das V-Jolt. Mich würde natürlich trotzdem interessieren, ob Chris das auch herstellen kann. Aber wir lassen es einfach. Muss nicht unbedingt sein. Jetzt überlege ich nur, stehen die Kisten jetzt noch so? Ja, die müssen wir nochmal schieben, glaube ich. Ja, so sieht's aus. Also, die schieben wir einfach hier ran. Ach Gott, ey. Komm schon, Jill. Ja, das gleiche, wie gesagt, nochmal mit der Kiste. Die schieben wir auch hier ran. So, das Rätsel können wir nur lösen, wenn es dunkel ist. Weil nur dann irgendwie diese Gegenstände sichtbar sind, die wir aus den Augen von den Tieren raus haben. Wissen Sie, da leuchtet, was wir hier sehen. So, jetzt gehen wir hier unter durch. Hä, wieso dreht er sich schon wieder? Den doch ganz an diese Seite gelockt, dann dürfte der sich eigentlich nicht drehen, wenn ich direkt unter dem durchgehe. Ne, jetzt ist er fest erstmal, oder? Komm, schnell. Ein Edelstein ist das Auge, den nehmen wir raus. Okay. Damit haben wir den gelben Edelstein. Machen wir es gleich noch an der anderen Seite. Nein, du sollst da hochgehen, Jill. Hier funktioniert das. Hier dreht er sich nicht gleich rum. Jetzt nehmen wir den auch noch raus. Wir haben auch den roten Edelstein. So, Leute, jetzt gehe ich aber doch mal speichern. Und wir beenden auch diesen Part. So.
Ich bin aber erst beim Speicherraum, falls hier doch noch was Unerwartetes passiert. Man weiß ja nie bei diesem Spiel. Ich werde auch immer wieder überrascht. Ich kenne dann doch nicht alle Kleinigkeiten. Wie gesagt, das mit dem V-Jolt, da kannte ich auch überhaupt gar nicht. Ja, Leute, da wären wir dann. Ich danke euch fürs Zusehen, wenn es euch gefallen hat. Wäre ein Daumen hoch sehr nett. Würde ich mich sehr drüber freuen. Jo, wenn nicht, dann eben nicht, ne? Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.